Hallihallo, Hallöle, hier ist es wieder soweit. Hier ist Topspiel-Prognosenzeit und das unter der Woche. Ne? Wir haben englische Woche und ja, mit mir am Start ist natürlich schon wieder der Schnappi. Hallihallo. Ja, mal wieder. Schönen guten Abend. Jawohl, und wir haben Nordderby. Wir haben den FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Natürlich als Wahlkieler sozusagen. Ist es natürlich für den Schnabbi die Ehre, natürlich eine Ehre, seine Kieler dann hier zu vertreten. Ne? Und ja, so ist es. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. So, wir bleiben natürlich in unseren schönen braunen Farben. Ja, Kiel passt eigentlich auch soweit. Ich hör doch nichts. Genau, Teammanagement. Genau, warte mal. Guck ich nochmal kurz rein. Was haben wir denn da auf. Haben wir da noch irgendwas materialtechnisch? Nö. Es ist eigentlich soweit alles okay. Genau, das lassen wir auch so. So, genau. Alright, dann würde ich sagen, können wir schon in medias res gehen. So. St. Pauli gegen Holstein Kiel hier am altehrwürdigen Millerntor. Leider Gottes nicht das Originale. Aber vielleicht kriegen wir es mal wieder rein. Ah, hier haben wir ja den Arp, der den Anstoß machen darf. Hat sich leider Gottes nie so wirklich bei Bayern durchsetzen können. Das HSV-Talent. Mhm. So, uiuiui, da geht's schon wieder. Oh. Oh, faul! Was? Ich fall doch da nicht umsonst. Ja doch, natürlich. Gleich mal am Anfang den Fehler rausholen wollen. So haben wir es ja nicht. Was heißt denn hier schon wieder? Guck mal, meins war eindeutiger gewesen vorhin. Und ich hab's auch nicht gekriegt. Oh, das wäre aber schön gewesen ja. Jetzt. Ja, da hätte ich aber protestiert. Die pfeift ja gar nichts. Hallo, wir sind in St. Pauli. Wo hat die denn ihre Lizenz gemacht? Oh! Ah, ja, klar, natürlich. Oh! Ach, du blöde Fotze. Also die Schiedsrichterin, Entschuldigung. Aber jetzt hört's aber auch hier. Hallo, wir haben November. Ach, der hat oh, guck mal, das Smith, ey. Ach, leck. Hey, guck mal da. Mit seinem Pornobalken da. Hat er eine neue Frisur? War das nicht der immer der, wo. War das nicht der Australier? Ich weiß es nicht. So genau kenne ich die Leute leider. Oh! Ja, natürlich. Oh! Jetzt ist aber genug. Was geht denn mit St. Pauli ab, ey? Ja, so kennst du die eigentlich nicht. Nee, ich. Ja, vor allen Dingen ich nicht. Genau. Och, Kiel, ey. Mann. Was für ein Rückschlag. So früh. Oder ist schon einer verletzt? Ja. Bei wem? Bei mir. Ey, geh doch ran! Oh. Oh, der kam zu steil. Ja. Shit. Lauf, Junge!
Lauf! Lauf! Lauf um dein Leben! Ah! Oh, was sind denn das, Leute? Ja, komm. Ja, man kann es ja mal probieren. Man kann es ja mal probieren. Däne! Alter! Was ist denn hier mit Kiel los, sag mal? Ah, nee, da ist er. Nee, das ist der Irvine. Ah, ja, genau. Irvine ist der Australier. Stimmt. St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli. St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli. St. Pauli, St. Pauli. Bitte mit der Flanke! Oh, gut. Wow! Oh. Glanzparade! Oh! Und wieder. Fide. Fide stand gut hier. Kiel hat das 1-1 auf dem Fuß, aber soll nicht sein. Oh, mal probieren es mal. Aus allen Lagen wird hier geschossen. Ja, richtig. Oh! Schlecht. Oh, was ist denn? Der kriegt ja gleich wieder den Ball ab. Nein! Ah, da wollte er. Oh! Dann nimm ihn noch mit. Weg! Ecke. Ah, scheiße. Jawohl. Ah. Mist. Oh! Oh, drei Leute drumherum, weißt du? Und der kommt zum Kopfball. Ja, das ist natürlich. Oh, was ist denn das? Er wollte nochmal die Reingabe nochmal neu machen lassen. Oh ja. Er weint auch erstmal raus. Ah! Oh, ja, genau. Moment. Alter, hier wird gezaubert hier. Ja. Oh, Leute. Ja! Komm! Oh, Scheiße. Da kommt er gerade noch so. Ah. Spin fix und fertig. Nein! Ich bin auf jeden Fall für ein VAR. Ich bin auf jeden Fall für ein VAR. Oh, mit. Oh, 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 oh. Ab EA Sports FC will ich ein. Oh, ja. Wo noch ein, brauchen wir noch ein Dritte? Dann, wo noch der Schiri macht. Ey, das gibt's ja nicht. Boah, ja gut. Na gut. Mensch, Fiete ab, Junge. Gerechtes 1-1. Ach, jetzt kommt wieder. Ja. Ach, und da Holtby auch dabei. Siehst du mal. Ja. Komm, Hartl. Hartl. Immer noch Hartl. Hartl. Immer noch Hartl. Hartl. Hartl, vielleicht jetzt. Oh! Oh, ich hab Grafikbugs drin. Kannst du behalten. Ja, die Tribünen, die flackern. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, haben die St. Paulianer angesteckt. Aus lauter Zorn vom Ausgleich. Oh, jetzt lass doch den da nicht durchlaufen. Ja! Was ist denn das? Alter, was ist mit der Abwehr los? Müsste ich komplett auswechseln. Alter, das ist ja eine Farce. Ja. Alter, nee. Oh, St. Pauli schon früh auf Wiedersehen singen. Naja, bei 2-1. Ist ein bisschen verfrüht. Auch wenn ich die St. Paulianer nicht mehr wiedererkenne. Aber da sind schon wieder diese Dinge. Ja, natürlich. Und sofort wieder zurück. Und zwar wieder der Ab, oder? Wo will er dann hin, der Ab? Ja. Sag mal, Ab. Ja. Was ist denn? Was ist denn los? Mensch! Ein Tag heute.
Oh. Boah. Ey, das gibt es doch nicht. Was denn jetzt? Oh, 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 oh. Jetzt gibt es Elfmeter oder was? Ach, was jetzt? Ach, du. Ach, aua, ach, nee. Voll in die Weichteile. Nee. Ja, doch. Also jetzt ernsthaft? Ja, doch, nee. Das war schon brutal. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich kann's doch aber auch nicht. Ich kann's auch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie das ging. Ach, das, weil, keine Ahnung. Oh, siehst du. Fliegt er schon wieder hin. Also da, warum machen sie das jedes Jahr um? Warum behalten sie nicht mal was? Das könnten sie doch mal behalten. Ja, was waren da? Muss na, jetzt können sie die Elfmeter so. Also ich finde die Elfmeter hier besser jetzt. Echt? Da muss ich mal ehrlich sagen. Nee. Was muss man da machen, so. bis der Kreis am kleinsten ist oder was? Oder wie? Oder hä? Ja, genau. Der muss quasi grün sein und am kleinsten. Also du wartest dann quasi so lange, bis der Ausschlag quasi am geringsten ist. Und Dann musst du noch nach links oder rechts drücken. Na, zwei Leute und keiner kriegt den Ball oder was? Ah, Leute, Mensch. Yeah. So, auf zur Halbzeit. Ich spiele hier hin und her. Ey, was ist denn das? Geh eine Power in den Füße oder was? Schön weggedrängt, sehr gut. Boah. Ja. Naja, 2-2. Richtig gut. Richtig gutes Spiel. Ja. Ja, St. Pauli muss sich aber gefallen lassen, nach immer den Vorstößen, wenn sie mal in Führung gehen, dass sie zu leicht wieder die Kieler rankommen lassen. Eigentlich könnte das ihr Spiel sein, aber die Kieler kommen immer wieder zurück. Ja, müssen sich beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit was überlegen lassen. Gerade abwehrtechnisch war das von beiden Mannschaften nicht gerade die beste Leistung. Ja. Naja, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Mal Schüsse 14-5. Ja, ja. So, mal gucken, ob St. Pauli sich heute noch belohnen kann. In diesem Nordderby oder. Boah. Boah! Wow! Und gleich mal wieder St. Pauli. Ah! Mensch, Fabi. Mann. Ja. Ja, kann man mal machen. Oh. Oh, was ist denn wieder zu weit vorgelegt hier, ey. Was ist denn das? Alter. Da sind wir noch drin. Oh, die Flanken kommen nicht so schlecht. Heieiei. Wow. Oh. Mal ein Power-Shoot. Sind ja nicht bei Super Mario so geil, ne? Ah! Da wollte er rübergeben, aber da war zu wenig Bums dahinter. Und warum die das jetzt sehr gut eingeführt haben mit dem Power-Shot, man weiß es nicht. Oh. Torwart. Ah! Wie Strafle. Ah! Ah! Und Peter! Oh! Unhaltbar! Mann. Lattkreuz und rein. Eieieiei.
Schönes Tor, muss man sagen. Definitiv, aber da sehen wir die rechte Seite zu frei. Das darf nicht sein. Das müssen sie sich wieder angreifen. Oh, faul. Da gibt es jetzt Vorteile. Was ist denn mit ihr, sag mal? Was hat die denn geraucht? Ja, und dann wieder sowas. Dann wieder sowas. Oh. Oh. Alter. Oh. Hei, hei, hei. Alter, ey. Oh, sie pfeift mal. Das hat's ja gebracht, Kiel. Das hat's so gebracht. Lorenz, nimm den Ball jetzt. Schön. Vom Tor. Scheiße. Schön! Oh! Mann, oh, und die Kamera ist wieder ausgestiegen. Es darf doch nicht wahr sein. Egal. Sorry, Leute, aber wir lassen es jetzt so, weil es passt ja alles, aber ich verstehe es wieder nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Kamera steigt wieder aus. Warum auch immer. OBS, vielen Dank für nix. Ja. Oh! Ist das nur deine Facecam, die aussteigt? Nur die Facecam, oder? Ja. Ja. Ja, kurios. Die Technik mal wieder. Oh, schönes Ding. Und die Frage, warum Smith da nicht hingeht. Nein, warum geht denn da weg? Warum geht denn da der weg? Mann! Das gibt's doch nicht! Oh, da geht er weg, den hätte er locker noch verteidigen können. Das verstehe ich nicht. Da rennt er rechts außen rum. Kann sowas nicht nachvollziehen, dass er innen reinzieht oder sowas. So ein Schwachsinn. Oh, faul. Eieieiei. Der hatte schon, oder? Ja. Oh. Ja. Der putzt sich nicht. Der Lorenz. Der hatte schon. Eieieiei. Die Tante lässt mit sich nicht diskutieren. War aber noch außerhalb. War es im Strafraum, oder? Ja, schwierig, ne? Ich würde sagen, außerhalb. Ja, war außerhalb. Aber muss ganz knapp gewesen sein. Eieiei. Sehr gute Freistoßposition. Tja. Aber richtig gut. Gelb-Rot für Lorenz. Ich flipp aus. Schön. Und dann so Dinger dann wieder. So Dinger wieder. Puh.
An die Latte! Direkt auf den Torhüter. Ist die Frage, kann Pauli da noch was machen? Nee. Oh, scheiße. Der Kopfball war Müll. Schulz kommt für Eras. Ja, 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 wieder, wieder. Dann geht er ab, was macht der denn da? Und Bartels kommt. Schön gehalten. Nee, den lassen wir noch drin. Oh. Ich weiß nicht, was der Torwart hier draußen macht, aber beim Stand von 4-2. Hey. Oh, sie können noch kommen. Bartels. Gott, hat er schon graue Haare, Alter. Ja, okay, ja. Bartels, aha. Drei Minuten. Hau denn auf den Torwart, yo. Komm! Ja, ja. Genau. Genau. Was denn? Bah! Genau. Was ist denn das jetzt? Was ein Schwachsinn, ey. Hat er jetzt mitten im Tor abgepfiffen? Ja, ja. Also, ja, ja. Noch kurz davor? Ja, ja. Ja, irgendwie keine Ahnung mehr, wenn's man kann es ja nochmal sich angucken, nochmal. Also keine Ahnung. Also definitiv. Ah, das, ich hab's jetzt gar nicht mitgeschnitten. Das geht normalerweise das ist gar nicht, ne? Also, nee, das ist so ein Ding. Das ist Blödsinn. Ja, hammerhart. Aber war trotzdem ein geiles Spiel. Ihr seht es jetzt weniger an meiner enthusiastischen Fresse. Ja, weil leider Gottes die Facecam. Aber macht nichts. Besser das als das Spiel, das sage ich immer. Von daher haben wir das gelassen und nicht abgebrochen. Von daher, das ist jetzt mal nicht relevant. Ist vielleicht dem einen oder anderen vielleicht auch jetzt erst aufgefallen. Kommt ja immer mal drauf an. Nee, aber wie gesagt, war ein geiles Spiel. Ja, schade. St. Pauli, heute hatte ich mal Hoffnung, dass das vielleicht eventuell in mal Bahn gehen könnte, wo ich sogar mal einen Sieg mit St. Pauli holen sollte, nicht sein. Aber gut, das haben sie sich selber angreifen zu lassen, wenn man dann hinten so offen steht dann teilweise. Dann passiert es halt, ne? Und der Arp, ja, da klappt's bei Kiel. Was will man machen, ne? Bei Kiel klappt's und deswegen, ja, schön, schön, schön. Oh, da sehen wir noch das erste Tor, dafür gab's schon die gelbe. Ja. Und ja, war aber ein munteres Spielchen. Schnappi. Ja, du sagst es. Also, Player of the Match, eindeutig Jan-Peter Arp. Jo. Super Spiel gemacht und es war, also ich fand es eigentlich komplett spannend, bis nachher auf einmal die Abwehr keinen Bock mehr hatte von Pauli gefühlt. Da waren einige Stellungsfehler. Ich finde ja, VAR ist immer wieder ein Thema. Ich spreche es nochmal an. Also hier gab es bestimmt einige strittige Szenen, die man hätte pfeifen können. Ja. Das hat mich selber überrascht. Also ich sage ja auch selber, wenn ich faul und da wird nicht gepfiffen und der
Und es ist trotzdem faul meines Herzens. Ja. Ich finde es halt merkwürdig. Ja, ist schon cool. Und die allererste Szene für mich war auch ein Elfmeter. Da bin ich ehrlich. Da bin ich early, ja. Da bin ich early. Da war ja mein Sache. Aber jeder so. Ja. Ne? Ja, hast du schon recht, das stimmt schon. Da war schon am Anfang schon ziemlich gut, da hat man schon die Gangart gemerkt, aber da ist viel durchgehen gelassen, wahrscheinlich, weil es halt Derby ist, ne? Da wollte man nicht gleich die Hitze reinbringen, naja, egal. Ja, liebe Leute, wenn ihr es genauso seht, haut's gerne in die Kommentare, fühlt euch frisch, vom fröhlich, frei. Und dann würde ich sagen, ja, das war wieder die Frieda Pranzlhein, meine Fresse. Schon wieder? Schon wieder. Ja, keine Ahnung. Ja, die verursacht bei mir wahrscheinlich so, dass ich sogar einfriere bei der Frieda. Man weiß es nicht. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Top-Spielprognose. Bis dahin. Ciao, ciao und bye, bye.